Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlen, gerade im Resonance.pin.de zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo. Oh, der Helfer ist gerade fertig geworden, das ist perfekt. Weil wir machen jetzt gleich einen neuen Helfer rein. Genau. Beziehungsweise, es ist die Frage, sollen wir uns den Grupper, die Scheiming mieten oder kaufen? Würde eher gesagt den Grupper nehmen. Oder den Grupper? Weil er kostet weniger und braucht 5 PS weniger und ganz ehrlich. Wie viel Arbeitsbreite hat die andere mehr? Gar keine. Beides 3 Meter. Ja dann. Natürlich die billigere. Das ist ja wohl ganz klar. Aber ja, wir haben ja gesehen. Weniger. Wir haben ja auch gesehen, ich glaube, vom Dingens her, wir haben ja Missionen von Gruppern mit 10.000 teilweise. Kannst du dann fahren? Ich bin gerade am Megen. Aber ich kann es auch schnell machen. Ich glaub, was man schon hat. Fincher drin. Okay, gut. Dann passt's. Oh, komm ich hier rum. Aber für, oh. Kann man den Gewicht konfigurieren? Nee, gell? Nee. Dem Kollegen nicht, nee. So. Wenn den mit Breitreifen, nee, gell? Breitreifen? Breitreifen. Bist du den Breitreifen? Nee. Ja, nee. 600er gibt's den. Echt? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Jetzt muss ich hier ganz kurz drin bleiben, weil... Normalen. Oh. Genau, hier wollen wir hin. Aber ich glaube, den da hebt er schon. Ja, doch. Wenn er jetzt der ist so klein wie er ist, so kann er ja nicht so schwer sein. Ja. Nimmst du schon mal die Missionen an? Alle? Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Oder haben wir Multimission überhaupt nicht drauf? Ja, doch haben wir. Oder? Doch haben wir, glaube ich, schon. So, Radio. Ah, der Kollege hat natürlich das Rohr nicht draußen. Perfekt. Zeig mir aber dann auch gleich die Wiese, gell? Den Feld, ja. Oh! Mir ist gerade einfach ein Auto seitlich reingestochen. Oha. So, können wir so stehen lassen, passt. Glaube ich. Pressure. Ah, jetzt sag mir nicht, ich bin zu weit weg. Du bist zu weit weg. Ja, bin ich sogar. Hab ich's doch gewusst, hab ich's. Ich kann auch mit dem Drescher noch dran holen. Das geht ja natürlich auch noch, ne? So. Ei. Aber auch nicht zu nah dran, ne? Das ist. Ja. So, jetzt hat er mal. Mehr Probleme hebt ihr den Grupper? Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Warte mal, jetzt muss ich kurz zum Händler. Ist da vorne ein bisschen hochgegangen, aber. Also ich nehme die Mission schon angenommen. Bin gerade dabei, ich nehme jetzt erstmal alle die an, was gut Geld bringen. Ah, stopp. 14. Probam, jo. Ah, die 14 ist aber riesig, du. Da wird der Draht. Ja, gut. Ich fahr hin. Ah, wir haben doch nicht Multimissions mit drauf. Egal, die 14 bringt gut Geld. Ja, 3000 und dann können wir halt immer nacheinander annehmen. Weil wir vorher mal einen Haufen annehmen und wo ist die 14 überhaupt? Ah, da. Ja, und der wird da eine gute Zeit dran sein, glaube ich. Und bevor es dann so ist, dass wir nichts mehr zu tun haben, sagen, ja, jetzt läuft der Bürger da noch mit die und haben noch 15.000 andere Missionen angenommen. Und wenn wir die dann abbrechen, dann machen wir Minus. Deswegen ist eigentlich ganz gut, so wie es ist. So, warte mal, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wo kriegen wir denn gut Geld für Sojabötchen? 1600 Steigen bei für Sprintgetreidemühle. Wie sind die? Ah, da, ne? Oder das ist das eine komische Ding beim Zug. Ach, stimmt. Wer kann sich daran noch erinnern? Ja, dann vor allem. Ich glaube, die 14 ist sogar größer als wie Feld. Kann es sein, dass 14 das größte Feld kommt. Ist? Ich muss den jetzt gleich anhalten. Jetzt muss ich wieder eine halbe Stunde warten. Feld 14 ist das größte Feld hier auf der Karte.
Echt? Schaut schon so aus. Alter, ich steh komplett auf der Bremse, ne? Der bremst sich halt wie ein Zug. Wer hätte gedacht? Oh, jetzt geht's sogar. So, und halt. Ja, genau so. Steigen wir wieder in unseren Steuer ein. Da ist er. So. Und bevor wir vorne gleich abladen, wir haben eh, ja klar. Einer, ja, bei 15% drin, also. Ein Hänger und ein Viertel da. Ja, irgendwie sowas. Dann laden wir die vorne gleich ab. Gib ihm mal Allrad, gell? Zack, zack. Achso, ein Bürger. Helfer, ja. Das würde ich auf jeden Fall machen, ja. Der zieht das ohne Probleme. Ja, das ist auch nicht allzu allzu schwer. Wenn er nur 3 Meter hat. Oh, jetzt ist hier Stau. Sorry, Jungs. Aber ich muss hier kurz was machen. Also warte, ich muss ja den richtigen Hänger hier auswählen, ne? Okay, der geht schon mal anscheinend nicht. Helfer, 13 km/h, gib ihm. Ah, der schaltet sogar, der Helfer. Ja, okay, dann. Ah, jetzt hat er. Ich roll natürlich jetzt hier weiter, perfekt. Start. Oh! Ist natürlich jetzt prima, wie er entlädt, perfekt. Aber gut. Moin Jungs, so, wir sind voll. Was stehen lassen, gell? Hm? Du darfst einfach was stehen lassen. Ja, dieses eine in der Mitte, den Mensch. Das lohnt sich aber nicht, also. In dem paar Körnchen, über Sojabohnen geht jetzt nicht viel runter. Wenn es jetzt Weizen oder sowas gewesen wäre, dann hätte ich es verstanden, aber umsonst. Ich bin mit dem Zug unterwegs, ne? Echt? Ich mag mit. Ja, okay. Deswegen habe ich gerade gefragt, ich bin am Bremsen. Bist du? Ich bin jetzt gerade dann gleich beim Getreidesilo, wo die Kirche ist. Das ist normalerweise Ost, oder? Nee, das ist West, Bahnsilo West. Da bin ich jetzt gerade gleich am Durchfahren. Bist du schon da? Nee. Bist du am Bremsen? Ja, ich bin am Bremsen. Ich roll hier gerade durch. Ah, da vorne kommst du. Ah, jetzt kann ich endlich wegmachen. Was? Ah, ist sogar reingekommen. Ah, nein, alles gut. Ah, da hockt er mit drin. Oh ja, dann sehen wir mal, wie die Ortschaft hier ein bisschen, ne? Und die. Ja, Stadt. Kann man das als Stadt bezeichnen? Ja, doch, irgendwie schon, ne? Weil es ein Krankenhaus und so weiter hat. Aber schön, dass wir. Ich weiß nicht, wie schnell wir unterwegs sind. 80. Aber mit 80 einfach so da vorne über die Schranke drüber sind, ohne zu bremsen. Ja, ich weiß. Muss ein Zug bei einer Schranke bremsen? Ich weiß das jetzt gar nicht. Oh. Ja, tschüss, nee, wir sehen uns irgendwann. Oh, wir haben Geld gekriegt. 34.000. Es gibt ja voll viele Mitfahrplätze. Echt? So, ja. Ist wieder leer. Das Ding können wir nach Hause fahren. So, der Philipp kommt dann in ein paar Minütchen wieder. Der ist jetzt eher schon mit Zug auf Abwägen, ne? Oh, das geruckelt hier. Oh. Oh. Weiß gar nicht, was das hier liegt. Ah, was gespeichert hat. Ja. Paris. Hat es mal so gegeben? Ich bin vielleicht aufgestiegen. Oh. Ja, gut, ne? Oh, wieso? Keine Ahnung, wieso ist jetzt gerade so ruckelt. Entweder muss gerade irgendwie. Warte, mach ich mal. Alter, der bremst dann da komplett runter, Alter. Das ist so schade. Da haben wir mal Umgebung neu geladen gemacht. So, hier vorne müssen wir sowieso rufen.
Zack. Oh, dann muss man den runter schalten. Dann muss er doch schon ein bisschen ziehen, der Kollege. Dann haben wir nochmal überall die Plänchen drauf. So, die Hänger brauchen wir im Prinzip jetzt momentan nicht mehr. Das heißt, die können wir wieder hier seitlich hinstellen. Da wo sie nicht stören. So. Lass ich jetzt erstmal hier stehen. Und genau, da ist mein B-Truck, weil dann kann ich jetzt hier weiter mähen. So. Jetzt wieder angefahren und geht noch. So. Mein E-Auftrag hat zu viel Power. Der hat doch nur 3 PS oder was er hat. Oder ne, glaubst du, er hat zu viel Power. Immer noch zu viel. Zu viel Power. Das Gewicht hinten dran und Freegas. vom Stand weg. Dann lupft es vorne. Schwierig. Ja, okay, aber ich glaube, der ist für so ein. Ich weiß, hast du jetzt 1,5 Tonnen oder 3 Tonnen? 1,5. Okay. Aber ich glaube, das macht man Real Life auch nicht normal da hinten dran, ne? Also. Doch. Bei der Größe von dem, schwierig. Natürlich. Rest in Peace Achsen. Was für Achsen? Einzelradaufhängung. Hat ja auch Differential, ne? Mhm. Und Allrad. Allrad hat er, ja. Hat er echt Allrad? Ja. Und Tiff? Also stimmt, Allrad hat er, ja, war die Ding für die Kardanwille. Stimmt, da war er. Tiff hat er aber bestimmt ein kmh-Zöllnummer nee. Halt. Ja, aber Tiff hat er. Hat er Tiff auch? Natürlich hat er Tiff. Okay. Also wenn's noch, also unserer hat Tiff. Was ich die denke, wo jetzt neu ist, Differentialsperre. Ja. Ich halte die Kurzform, ne? Das war so. Wieso hebt denn jetzt, als er jetzt hat? So. Was war ihr genau? Am 26. Was war ich lügen? Doch, 26. muss sein, Launch der das Grimme, DLC auf Modder, beziehungsweise von Giants. Das sind wir natürlich dann auch. Ja, das werden wir dann auch ausführlich testen. Hier, ich mache den Nash. Weil ich jetzt dann dran auch noch ein Infovideo über das ganze Teil, ein bisschen Vorstellung und so weiter. Und dann ja. Werden wir das vielleicht mal, weil er wahrscheinlich hier auf der Erde gerade wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht. So auch, das hat eine relativ kleine Maschine, ne? Ja, okay, ja. Ja, wir mal gucken. Weil hier sind wir doch eher meistens ein bisschen knapp bei Kasse. Haben wir da mal gucken. So, jetzt haben wir oben noch so ein kleines Stück. Und dann haben wir das Main hier auch schon wieder. Dann haben wir noch zu unserer letzten zwei Wiesen, ja. Der letzten großen Wiese, sagen wir so. Und dann haben wir das auch schon wieder. Und dann geht es natürlich an Schwaden, Wänden und so. So, wieder hochgekommen wir, die Spanier. Dann nehmen wir hier nochmal einen Lücken, ne?
So. Wie läuft's an der BGA? Oder bist du da noch immer? Bin da noch bei, also. Okay. Es wird aber, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ich habe auch rausgefunden, wenn wir jetzt zum Beispiel das dann irgendwann mal ein bisschen größer sind, oder auch auf anderen Projekten, wenn wir jetzt mal irgendwie eine Förderbandkette oder so machen, weil wir hatten immer das Problem, zum Beispiel auf der Gemeinde Rade, dass die Förderwärmepfeiler einfach ausgeschaltet haben, weil einmal zu weit weg waren. Und ich habe das nämlich vor kurzem erst gesehen, Grüße gehen raus an den lieben Werner, und zwar können wir da einfach, wenn wir CP mit drauf nehmen, einfach einen CP-Fahrer einstellen und der arbeitet dann dauerhaft. Beziehungsweise er ist dauerhaft angeschaltet. So. Ist halt auch wieder die andere Frage, weil der kostet halt dann was, ne? Ob sich das halt dann wieder lohnt, aber. Ja. So, hier oben sind wir. Ja, doch, fertig, ja, das lohnt sich jetzt echt nicht. Das kleine Stück da am Berg. Halberi, halberi. So. Dann fahre ich mal zu unserer Last Wiese. Und der Hund, der Bobby, ist. Ne, weiß nicht, wo er gerade ist. Steht wieder auf dem Hausdach. Ja, wahrscheinlich. Ganz am Anfang. Ja, das wüsste er ja gar nicht, ne? Ne, ganz am Anfang der ersten Folge, ich join auf dem Server. Er läuft so vor mich hin, der Hund, guckt mich so an, plötzlich macht's flupp und er ist weg. Da haben wir so, okay, wo ist er denn jetzt hin? Guckt nach oben, irgendwo oben in der Luft, backt er dann rum, fliegt er mal an, da läuft er oben rum mit 5 Kilometer Höhe. Dann läuft er so nach rechts, fällt runter, landet auf dem Hausdach, ist auf dem Hausdach, schwanzelt, hockt sich nach, schaut ein bisschen, läuft weiter, fällt roh, landet im Gartenzaun, backt sich dann den Gartenzaun rein und läuft dann in die Hundehütte und dann ist er wieder da. Ja, das nehme ich wohl gesunden Ausflug für den Hund, ne? Katzen. Mhm. Wir haben keinen Hund, wir haben Katzenhund. Ja. Nee, da muss auch irgendwo Vogel dabei sein. Wir haben einen Mischling zwischen der Katze, dem Hund und dem Vogel. Dem Adler. Ja. Perfekt. So eine Mischung haben nur ganz wenige Leute. Gibt's nur hier in der Schweiz. Und auch bloß viermal. Oh nein! Oh nein. Manchmal bedeutet es was, wo man sich denkt, ja okay, geht noch. Und manchmal, oh nein, er ist abgehauen. Ist eher das, ja geht noch. Ich stehe wieder. Okay. Ich habe kurzzeitig schon gedacht, dass, oh nein, er haut ab. Nein. Nein. Okay, ja dann. Dann würde ich das Lachen auffangen. Oh, unser Drescher steht auch noch rum. Ich habe Schneidwerk schon draufgepackt, ne? Ich hab's gesehen. Okay, warte mal, schalten wir nochmal ins Runde hier. So, so. Jetzt passt's wieder. Und dann kann ich auch besser runterschalten. War schon angenehm, wenn man jetzt die komplette Breite nehmen kann. So, natürlich auch hier zwischen den Bäumen durch. Man kennt's. Geht damit nicht, Philipp. Mit der halbvollen Schaufel jetzt Ding fangt. Nee, das geht immer gar nicht. Das ist ohne Abzug, was? Oh Mann. Hier kommt doch eh kein Lohn von dir. okay. Bus. Es hat sich gerade, es war nicht eine Zeit lang nichts mehr, wo beziehungsweise an Gras hat sich nichts abgelegt, eine bestimmte Strecke und dann plötzlich auf einen Haufen. Ja gut, ne? Könnte sein, dass vielleicht das Mehrwerk mal reparieren bräuchte. Möglich. Oh ja, warte mal. Ja. Oh. Ja. Da fahrst du gleich 4 km schneller. Nee. Ich halt gerade auf, der. Ey, wir haben so viel Zeug, was man reparieren muss.
Ja, das haben wir ein bisschen vernachlässigt. Frontlader. Was, Frontlader? Ja. Okay. Der Ladewagen. Schwader. Mähwerke habe ich gerade. Alles im Fall, alles im Fall knapp 200 Euro Bereich. Eieieiei. Da haben wir schon mal ein bisschen länger nicht mehr repariert. Wir haben den Pflug? Ja, wir haben den Pflug. Ein Dreischader. Ja. Der steht, glaube ich, ganz hinten, wird so gut wie kaum genutzt. Oha, der kleine Steier. Der MP-Truck. Das war's. Haben wir mal alles so repariert wieder, ne? Muss natürlich aus sein. Maschinenpflege ist wichtig. Damit wir unsere gesehen, Flo. Ja, damit unsere Maschinen hier auch fleißig laufen, ne? Beziehungsweise zuverlässig. Aber es war ja so, wir haben es ja repariert. Wir sind nicht so, dass wir es runtergefahren haben, bis es gar nichts mehr lief. Also. Naja, wie war das mit dem Weidemann? Weidemann? War da? Nein. Weidemann? Nee, ich weiß da nichts. Hast du da was? Ja, nicht. Scheiße. Hm. Auf was ist bezogen? Dann, wie kann man bei einem Silo, wo ich 5 Meter vor der Fütterung ausgeben kann, daneben kann ich kippen. Nichts daneben schütten. Aber wenn ich genau 2 Zentimeter vor der Fütterung bin, habe ich was ausschütten können. Okay. Das ist doch was nicht richtig. Ich weiß nicht, ob das so im Original ist, ne, aber. Jetzt geht's hier ein bisschen hoch, da geht wieder. Silo wurde schon ganz hinter abgedeckt. Kann gut sein, ja. Ich weiß nicht. Ich war da schon länger nicht mehr da. Wie viele Liter haben wir da eigentlich noch drin jetzt? Beziehungsweise wie viel hast du rausgeholt? Na, ne? F1, das ist schon doch. Normalerweise. Wenn? So, ja, aber ich bin in dem Silo drin. Achso. Wenn ich wieder drin bin, dann kannst du bloß googeln. Ich muss sagen, ich bin dann echt mal gespannt, was das ganze Silage und alles dann gibt, schlussendlich. 368.840 Liter haben wir noch drin. 308, oh, da hast du gut was rausgeholt. Weil es waren mal 460.000 drin, soweit ich weiß. Mhm. Beziehungsweise der Weidemann ist halt auch so klein. Aber ich glaube, mehr als die 5.000 Liter gehen hier nicht in die Fütterung rein. Ja, okay, das ist eine kleine BGA und eine kleine Fütterung, ne? Jo, geht nicht mehr rein als die 5000 Liter. Okay, dann kann ich gleich mal ein Ding, einen Drescher aufräumen. Weil auch das da momentan keine Dreschmission haben, kann der wieder zurück zum Hof. So. Ey, der Bührer hat schon ein gutes Stück. Wie viel Prozent haben wir schon? Also ich weiß nicht wie viel Prozent, aber... ...21. Ja, okay, das ist ja. Geht eigentlich gut voran. Ja, okay, der ist dauerhaft am Fahren und 3 Meter ist jetzt auch nicht wenig. Gut, für 14? Weiß ich nicht, ob das so angenehm ist mit 3 Meter. Vor allem, er hat auch keine Kabine. Ich werde nicht wissen, wie warm es gerade ist. Und auch kein Radio, ne? Ach, darf du. Nur am Fahren. Vor allem, es staubt halt auch. Aber dafür braucht er keine Klima. Die hat er im Fahrtwind. Na gut. 15 km/h soll ein angenehmer Fahrtwind sind. Ja, doch. Ah, da unten 4 Stück da links. Noch 7 Tisch. Nein. So, hochgeben, da bleiben wir gespannt. Hochgeben. Jetzt hat.
bisschen gedauert, aber hat's gemacht. So, noch darüber das Ganze. Aber ist der Folge schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Und den roten Knopf abonnieren. Den roten Knopf drücken, falls ihr nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erde. Gerade im LS19 Alpin.de zusammen mit Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.